Hallo zusammen. Ja, wie immer, Gruß an unsere vier süßen Kinder. Ein Kuss für jeden von euch. Und heute geht es mir um den Kern der Sache. Warum gibt es in Deutschland nach wie vor kein Wechselmodell für Nachtrennungsfamilien? Und da sticht einem dann der Begriff Kindeswohl ins Auge. Der steht im BGB und steht nicht im Grundgesetz drin. Und der Begriff Kindeswohl, der ist nicht definiert. Das ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. Und da er nicht definiert ist, ist er schlussendlich ein Tor zur richterlichen Willkür. Ja, das Kindeswohl wird frei, wild, beliebig interpretiert am Familiengericht und die Deutungshoheit hat natürlich der Richter. Und was immer er als Kindeswohl dienlich oder Kindeswohl schädlich hält, da wird er es dann entsprechend entscheiden. Und da haben wir durch das Kindeswohl in der deutschen Gesetzgebung tatsächlich eben diesen Punkt, wo reine Willkür herrscht. Und Familienrichter zum Großteil tendieren dahin, das Kindeswohl verfassungswidrig auszulegen. Anders lässt sich nicht erklären, warum 93% der Kinder nach der Trennung der Eltern bei der Mutter leben, hauptsächlich oder komplett. In Ländern wie Schweden ist es ganz anders. Soweit ich mich erinnere, sind es da 50% der Kinder, die nur bei einem Elternteil leben und 50% leben tatsächlich im Wechselmodell. Und wenn ihr euch zum Beispiel unseren Fall anschaut, wo ja das Amtsgericht Ulm behauptet, dass von mir, vom Vater unserer vier Kinder, die Kindeswohlgefährdung ausgehe, weil ich mit unseren Kindern über das Wechselmodell rede, da erkennt ihr sehr gut, wie der undefinierte Kindeswohlbegriff angewendet wird, um sogar das Wechselmodell zu verhindern, weil die Argumentation des Gerichts ist, dass die Kinder in einen Konflikt mit der Mutter gerieten, weil ich mit denen über das Wechselmodell rede. Und diese Theorie funktioniert dann nur, wenn ich annehme, dass die Mutter wichtiger ist als der Vater. Weil andersherum könnte man natürlich sagen, dadurch, dass die Mutter das Residenzmodell verteidigt und das Wechselmodell ablehnt, bringt sie die Kinder in einen Loyalitätskonflikt und sie schädigt die Kinder. Da hat aber das Gericht bzw. das Jugendamt, die Verfahrensbeiständin und dann schlussendlich auch der Sachverständige einen schönen Trick parat. Und zwar nennen die dann einen Willen, den sie nicht haben wollen, den sehen die dann als instrumentalisiert an. Ja, also unsere Kinder haben ja, wie ihr vielleicht wisst, Briefe geschrieben, aus denen eindeutig hervorgeht, dass alle vier im Wechselmodell leben wollen. Und sowas wischt man dann weg am Gericht und sagt, da hat der Vater die Kinder instrumentalisiert. Dafür gibt es keine Beweise. Man könnte es statt Instrumentalisierung auch Willensbildung nennen. Ich meine, wenn die Kinder das Wechselmodell wollen und man redet mit ihnen darüber, nehme ich ja nur meine Pflichten der elterlichen Sorge wahr. Aber sei es drum, das Familiengericht bzw. Jugendamt, Verfahrensbeiständin und Sachverständiger haben da eben so ihre Tricks entwickelt und die Instrumentalisierung ist da eben ein Mittel, um Meinungen oder Willensäußerungen, die nicht passen, vom Tisch zu wischen. Und auf der Art Weise konnte dann eben dieser Beschluss zustande kommen, dass die Kinder gefährdet würden, ja, das Kindeswohl gefährdet würde, weil die Kinder, ja, der Vater mit den Kindern über das Wechselmodell redet, obwohl es ja die Kinder wollen, aber ist ja instrumentalisiert, nicht wahr? Und hier seht ihr sehr gut, dass die Grundannahme ist, die Mutter ist wichtiger als der Vater und die zweite Grundannahme, wenn Eltern sich streiten,
dann müssen die Kinder hauptsächlich zu einem Elternteil, also dieses Einzelresidenzmodell. Und das sind zwei verfassungswidrige Grundannahmen. Aber ohne diese Grundannahmen funktioniert unser Beschluss nicht. Daher ist der ganze Beschluss verfassungswidrig. Und ihr seht sehr schön, wie da unter dem Deckmantel des Kindeswohls die Verfassung gebrochen wird, zum Wohl der Kinder angeblich. Und da ist es auch interessant zu sehen, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Ausnahme kennt. Sie verfolgt nämlich keine Diskriminierung bei Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten. Das heißt, der Staat nimmt ganz bewusst in Kauf, dass die Verfassung gebrochen wird an Familiengerichten und schließt hier die Untersuchung von Diskriminierung aus. Es gibt andere Fälle, ihr kennt die, wenn ihr die freifarm.de Website kennt oder unseren YouTube-Kanal. Ich habe da mal über den Fall Peter H. berichtet, der hat ein Interview mit mir gemacht. Da hat das Gericht dann an einem Punkt gesagt, gut, der Vater soll jetzt das Kind für ein halbes Jahr gar nicht mehr sehen, das ist im Sinne des Kindeswohls. Auch hier wieder die Grundannahme, die Mutter ist für das Kind wichtiger als der Vater. Anders lässt sich so ein Beschluss nicht erklären. Das ist eine verfassungswidrige Annahme, eine verfassungswidrige Auslegung des Begriffs Kindeswohl. Oder ein anderer Fall, der Cengiz, der hat auch Videos auf Freifarm gemacht, die ich veröffentlicht habe. Und ein Beschluss vom Cengiz, das Amtsgericht Freiburg, der ist auch auf der freifarm.de Webseite. Da könnt ihr nachvollziehen, dass es in dem Beschluss, ja, da ging es um Sorgerechtsentzug beim Vater, dass da die ganze Zeit damit argumentiert wird, dass die Mutter sich bedroht fühlt. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, sind da 5 oder 7 Gründe, weshalb die Mutter sich bedroht fühle, wobei es gar nicht groß begründet wird, sondern es wird einfach als Tatsache dargestellt. Die Mutter fühlt sich bedroht, weil der Vater aggressive E-Mails schreibt oder so etwas. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wird in dem Beschluss gar nicht eruiert, sondern am Schluss dieses Beschlusses steht dann eben, ja, aus diesen Gründen kommt das Gericht zu dem Schluss, dass dem Vater das Sorgerecht zu entziehen ist, aus Gründen des Kindeswohls. Und hier sehen wir auch wieder die verfassungswidrige Grundannahme, dass die Mutter-Kind-Beziehung höher zu bewerten sei als die Vater-Kind-Beziehung. Anders lässt sich nicht erklären, warum einem Vater das Sorgerecht entzogen wird, wenn die Mutter sich bedroht fühlt. Weil in dem Beschluss steht nichts davon, dass das Kind gefährdet sei, dass das Kind bedroht würde. Und da gibt es sicher noch viele Beispiele, die ihr vielleicht auch in den Kommentaren, ja, über euch selbst erzählen könnt, massenweise. Und es ist einfach ein systematisches, strukturelles Problem in Deutschland, weil es diesen unbestimmten Begriff Kindeswohl gibt. Und weil der nicht definiert ist und weil er verfassungswidrig ausgelegt wird und insbesondere die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht beachtet wird und eben Artikel 6 des Grundgesetzes, die Elternrechte beider Eltern, die werden mit dem Kindeswohl regelmäßig gekippt und meist eben zugunsten der Mutter entschieden. Was hilft, wäre das Wechselmodell, weil das Wechselmodell die Gleichberechtigung und die Elternrechte schützt. Und genau deshalb ist das Wechselmodell auch ein großer Paradigmenwechsel, ein großer gesellschaftlicher Wandel, der dazu erwarten ist, weil dann die Familienrechtsprechung nicht mehr willkürlich Kindern einem Elternteil zuweisen kann, sondern weil dann tatsächlich als Grundannahme für das Kindeswohl das Grundgesetz gilt, was eigentlich ja schon längst der Fall ist und auch so sein sollte. Aber dieses Hintertürchen Kindeswohl wird an Familiengerichten sehr gerne verfassungswidrig ausgelegt und damit die Verfassung gebrochen. Gut, ich hoffe, dass jetzt klar geworden ist, woran denn die Familienrechtsprechung krankt. Und weshalb es in Deutschland möglich ist, das Reden über das Wechselmodell, wie in unserem Fall, als Kindeswohlgefährdung darzustellen und entsprechende Beschlüsse zu fassen, die entsprechend
Auswirkungen haben auf Kinder. Bei uns konnten ja unsere vier Kinder mich 104 Tage nicht sehen. Es wurde ein unbegleiteter Umgang angeordnet, der aber dann nicht stattfand wegen Qualitätsmängeln beim Jugendamt und dem Kinderschutzbund, der das durchführen sollte. Zumindest, ja, Qualitätsmängel konnte ich jetzt nicht nachweisen, das nehme ich zurück. Zumindest konnte nicht nachgewiesen werden, dass die entsprechende Qualität da ist. Gut, Kindeswohl, Willkür hat tatsächlich Auswirkungen auf Kinder und schädigt Kinder. Das ist eine institutionelle Kindeswohlgefährdung. Der Staat gefährdet die Kinder in Deutschland, weil Familienrichter willkürlich im Namen des Kindeswohls entscheiden und die Verfassung brechen. Es passiert täglich in Deutschland und es betrifft ungefähr 60.000 Kinder jährlich in Deutschland, mindestens, die immer neu dazukommen. Ich glaube, es gibt so 2,7 oder 2 Millionen Alleinerziehende. Da kann man dann auch eine Ahnung kriegen, wie viele Kinder heute akut von der Kindeswohlwillkür betroffen sind. Okay, ich danke euch fürs Dabeisein, wünsche euch einen schönen Tag noch und vier Küsse an unsere vier Kids. Kinder brauchen Vater und Mutter.